Vor 4 Jahren war ich bei DB Cargo und habe unter anderem mit diesem Herrn Peters gesprochen darüber, dass Zertifizierung im Raum steht und wie wir das vorbereiten können. Dann habe ich natürlich alles, was ich versprochen habe, Robert gegeben und der musste es dann fertig machen als Projekt. Und ja, jetzt ist es schon eine Weile unterwegs. Und Herr Peters erzählt uns heute einfach mal, wie das generell bei ihm im Haus dann mit den ganzen vielen Audits und Anforderungen unterwegs ist und natürlich auch mit IT-Grundschutz. Herzlich willkommen. Dankeschön. Gut, hallo Nürnberg und natürlich hallo Ihnen auch, wo immer Sie uns gerade zuschauen. Ich war letzte Woche in Belfast in Northern Ireland auf dem One World Summit und dort, naja, war das Ganze ein bisschen mehr Action geladen, ein bisschen mehr Applaus, ein bisschen mehr Drama. Also, wenn Ihnen heute irgendwas gefällt, lassen Sie mich es wissen. Ich werde es auch versuchen, nicht ganz so trocken zu machen, sodass wir das gut hinbekommen. So, jetzt sollten Sie hinter mir auch gleich ein paar Folien sehen. Ich sehe Sie zumindest schon, wie Sie so langsam gerade vor mir aufgehen. Genau. Sie kennen ja wahrscheinlich viele Auditsprüche. Wahrscheinlich der bekannteste ist irgendwie nach dem Audit ist vor dem Audit. Das kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen und alle, die sich regelmäßig irgendeinem Audit unterziehen. Naja, die kennen irgendwie, dass es manchmal etwas mühselig sein kann, manchmal etwas aufwendig, wie auch immer. Was ich Ihnen heute mitgebracht habe, ist ein kleiner Erfahrungsbericht. Wie kann man idealerweise in einer Welt, wo es viele Audits gibt, wo man sich zertifizieren lassen muss, wo man interne Prüfungen hat, interne Revisionen, wie man vielleicht da am besten vorgehen kann? Und vielleicht können Sie da noch das ein oder andere für sich mitnehmen. Genau, deswegen ist so ein bisschen auch der Plan für jetzt. Ich gebe Ihnen erstmal eine kleine Einführung. Was ist die DB Cargo überhaupt? Warum stehe ich hier vorne? Warum meine ich davon Ahnung zu haben oder Ihnen ein bisschen was davon erzählen zu können? Dann schauen wir uns ein bisschen an, wie mein Alltag täglich aussieht, wie vielleicht Ihr Alltag täglich aussieht. Was tun Sie da so in der Informationssicherheit, in der IT-Sicherheit, Cybersecurity, wie auch immer Sie es nennen? Und dann wagen wir so ein bisschen den Ausblick, wie können Sie einen Mehrwert für ein Audit erzielen, auch für Ihr nächstes, was vielleicht jetzt als nächstes ansteht. So, die DB Cargo AG, haben Sie vielleicht noch nicht gehört, ist auch nicht wild, das ändern wir jetzt, ist eine der vielen Firmen innerhalb der Deutschen Bahn, des Deutschen Bahnverbundes und betreibt den Schienengüterverkehr auf der Schiene. Das tun wir nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und auch wenn Sie vielleicht der Meinung sind, dass alles, was auf der Schiene fährt, ist eh die Bahn, die Deutsche Bahn, dem ist gar nicht so. Wir haben allein in Deutschland über 350 Konkurrenten. Das heißt, wir sind da ja, in einem betriebswirtschaftlichen Umfeld unterwegs, wo doch verhältnismäßig viel passiert. Und wir haben uns 2016, 2017 das erste Mal mit dem Thema IT-Grundschutz angefangen zu beschäftigen. Hauptsächlich, weil Kunden uns gefragt haben, was wir denn zur IT-Sicherheit vorweisen können. Und uns dann 2019 das erste Mal zertifizieren lassen, halten das Zertifikat seitdem. Wie Sie sich auch vorstellen können, sind wir kritische Infrastruktur, sodass da natürlich auch das ein oder andere anfällt, worüber dann auch regelmäßig Audits zu machen sind. Und wir sind ein großes Unternehmen, wir haben viel an IT. Sie sehen da so ein paar Zahlen, die irgendwie so ein bisschen aussagefähig sind. Vielleicht, wenn Sie es mit sich selber vergleichen, Ihrer Organisation, Ihrem Unternehmen. Das heißt, unser Informationsverbund oder das, was wir zumindest betrachten müssen, ist jetzt nicht das Kleinste. So. Wer ist denn von Ihnen mit dem Auto heute nach Nürnberg gereist oder gestern? Keine falsche Scham, ich bashe Sie nicht. Sehr gut. Also wir sind die, ein Zug ersetzt bis zu 52 Lkw auf der Straße, die Ihnen idealerweise den Stau auf dem Weg hierher erspart haben und wollen das natürlich auch noch mehr tun. Ich hoffe mal, der Rest ist dann mit unseren Kollegen von der Bahn gereist und Sie hatten auch eine hoffentlich gute Anreise. Gehen wir über zum nächsten Schritt. Wie sieht Ihr Alltag in der Informationssicherheit, IT-Security, Cybersecurity aus?
Ich kann mir vorstellen, bei dem einen oder anderen ist es so, je nachdem, wie viel sie sich beschäftigen, Herr Beck hat es eben auch schon gesagt, ein Audit ist am Ende des Tages irgendwie kein Pappenstiel, man bereitet sich nach bestem Wissen und Gewissen drauf vor. Man möchte zertifiziert sein, man macht sich auf den Weg, auf die Reise, man muss das Zertifizierungsaudit erfolgreich abschließen, man muss ein Überwachungsaudit machen, man hat vielleicht noch die interne Revision vor der Tür stehen, muss selber Audits machen, sich noch vor anderen Leuten verteidigen. War sonst noch was? Kommen Sie noch dazu, Ihre Informationslandschaft weiterzuentwickeln? Schaffen Sie es, noch viele andere Dinge nebenbei zu tun, was eigentlich ja Ihr Tagesgeschäft sein sollte? Aber ich denke, es gibt da doch ein bisschen Hoffnung oder einen Weg, das besser zu machen. Deswegen spinnen wir jetzt so ein bisschen den roten Faden fort. Sie haben am Anfang gehört, die Sichtweise des BSIs. Wie stellen Sie den IT-Grundschutz auf? Was sind dort die ganzen Anforderungen, damit Sie die Zertifizierung bekommen und behalten dürfen? Sie haben eben von Herrn Beck gehört, was ist die Auditorenbrille? Was erwartet ein Auditor von Ihnen? Was wird dort umgesetzt? Und jetzt kommt so ein bisschen das Audit an sich. Ja, warum macht man überhaupt eine Zertifizierung? Warum möchte man irgendwas vorweisen können? Das eine kann natürlich als Motivation sein, Kundenanforderungen zu erfüllen. Wir stellen bei uns seit einigen Jahren fest, dass unsere Kunden tatsächlich ein gestiegenes Interesse haben. Wie gehen wir mit ihren Daten um? Wie schützen wir unsere Infrastruktur, ihre Daten und so weiter und so fort? Und fordern explizit Informationssicherheit, IT-Sicherheit bei uns ein und wollen dafür natürlich auch Nachweise sehen. In diesem Zuge bietet sich natürlich irgendein Zertifikat an, beispielsweise das IT-Grundschutzzertifikat als gleichzeitige ISO 27001, was von unseren Kunden auch immer positiv angenommen wird. Wir haben sogar manche Fälle, da dürften wir gar nicht an Ausschreibungen teilnehmen, wenn wir nicht zertifiziert sind, was dann natürlich am Ende des Tages für uns schon ein No-Go ist. Dann gibt es natürlich noch externe Rahmenbedingungen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen da drin stecken, aber wir haben gesetzliche Vorgaben, eine Kritisverordnung, die uns jetzt selber betrifft, wie das IT-Sicherheitsgesetz, was parallel noch gilt. Sie können natürlich noch viele andere Themen auf Sie einprasseln. Es gibt viel Dokumentation, natürlich auch vom BSI, an Orientierungshilfen. Ihre Partner, Ihr Unternehmen kann irgendwie noch Best Practices haben. Sie können Best Practices in der nativen ISO 27001, 27002 nachlesen. Und natürlich kommt irgendwie auch immer mehr am Horizont. Die Anforderungen verschärfen sich, vielleicht teilweise zurecht, vielleicht teilweise auch erst in Zukunft zurecht. Wir werden sehen, dass wir natürlich auch neue Gesetzgebung haben mit NIS 2.0, Kritis-Dachgesetz und you name it. Sie kennen die wahrscheinlich viel besser, die auf Sie, auf Ihre Organisation, Ihre Behörde, Ihr Unternehmen einprasseln. Das werden Sie an der Stelle viel besser wissen. Da haben Sie natürlich interne Regularien, die wollen irgendwie umgesetzt werden. Ja, Sie haben ein organisationseigenes Regelwerk, das möchte umgesetzt werden, nicht nur damit Sie Ihren Chef oder sich selbst erfüllen, sondern natürlich auch, um besser abgeschützt zu sein. Sie müssen interne Überprüfungen über sich ergehen lassen, haben auch da gewisse Audits, dass die Revision vielleicht vorbeikommt oder irgendein Dritter und sehen möchte, was Sie gemacht haben und dafür auch Nachweise verlangt. Und natürlich als Dreh- und Angelpunkt, haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört, Plan-Do-Check-Act-Cycle, wie setzen wir dort Dinge um, wie verbessern wir sie, wie passen wir sie an, wie machen wir weiter, wie gehen wir wieder von vorne durch den Zyklus und natürlich auch Lessons Learned, was nehme ich mit, was verbessere ich für das nächste Mal, um das dann halt entsprechend umzusetzen. Und zu guter Letzt, wir sind nicht alleine auf der Welt, wir machen das nicht zum Spaß, nur für uns selber, sondern die Angreifer wachsen mit. Sie wollen sich natürlich vor Angriffen letztendlich schützen und einen sicheren Betrieb gewährleisten, damit Ihre Prozesse, vielleicht auch Ihre kritischen Prozesse, am Ende des Tages gut funktionieren. Das heißt, Sie haben idealerweise eine intrinsische Motivation, ständig besser zu werden, aber natürlich auch gleichzeitig die Notwendigkeit, auf die gestiegenen Bedrohungen zu reagieren. Ich weiß nicht, wie entspannt Sie heute Morgen hierher gegangen sind, hierher gefahren sind, wenn Sie die Diskussionen in den Ankündigungen um Curl und die Schwachstelle gehört haben, ob Sie gedacht haben, oh nein, das wird heute ein schlimmer Morgen, wer weiß, was da passiert, was mache ich bloß mit meiner Internetanwendung, oder ob Sie jetzt gedacht haben, wo es dann veröffentlicht war, okay, vielleicht war es am Ende des Tages viel Lärm um nichts, aber ein bisschen was sollten wir tun. Und natürlich in diesem Spannungsfeld
stecken wir irgendwie die ganze Zeit. Deswegen schauen wir uns als nächstes an, wie ist so der Anteil der Tätigkeiten? Was machen Sie sozusagen tagtäglich? Ja? Wie ist es bei Ihnen in der Organisation? Wie viel Zeit Ihrer Arbeitszeit verwenden Sie tatsächlich, um die Zertifizierung vorzubereiten, einen Audit am Ende des Tages vorzubereiten? Und wie viel schaffen Sie eigentlich, ich sage mal in Anführungsstrichen, Ihre eigentliche Arbeit? Wie viel können Sie Ihr Tagesgeschäft umsetzen und vor allem auch Ihre Fähigkeiten als Unternehmen, als Organisation in der Informationssicherheit zu verbessern und da voranzukommen? Ein extremes Beispiel mag vielleicht das hier sein, wo Sie über 50% irgendwie mit der Zertifizierung, mit dem Audit beschäftigt sind, das Ganze vorbereiten müssen, da drinnen sitzen, dann irgendwie noch 20% Ihrer Arbeitszeit mit der internen Revision verbringen dürfen, die dann natürlich auch noch ein berechtigtes Interesse hat, das eine oder andere zu sehen. Und dann bleibt für Ihre eigenen Audits noch ein bisschen Zeit, weil die müssen Sie am Ende auch nachweisen, dass Sie selber in Ihrer Organisation unterwegs sind und das eine oder andere hinterfragen oder Nachweise sammeln. Und dann kommen Sie zu Ihrem eigentlichen Tagesgeschäft und zu der Stärkung Ihrer Fähigkeiten eigentlich kaum mehr. Oder haben Sie vielleicht das Glück, dass Sie schon ein Stück weitergekommen sind, dass Sie sagen können, okay, ich kann mich den Hauptteil meiner Zeit tatsächlich darauf fokussieren, besser zu werden, an mir als Unternehmen zu arbeiten, meine Strategie umzusetzen, meine Fähigkeiten tatsächlich umzusetzen und kriege alles andere nebenbei noch ganz gut hin. Und darum schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt das Ganze noch mal ein bisschen tiefer an. Wie kann ich einen Mehrwert für oder vielleicht auch durch das Audit am Ende des Tages erzielen? Und da habe ich Ihnen ein paar Ideen zur Auditvorbereitung mitgebracht, die Sie vielleicht auch für sich verwenden und anwenden können. Ein Teil ist da sehr deutlich Ziel und Scope. Sich vorher klar zu machen, was ist eigentlich in Scope? Wofür mache ich das Ganze eigentlich? Was betrachte ich am Ende des Tages? Das genau klar abzustecken und tatsächlich auch die Prüfungsgrundlage zu kennen. Das heißt, wogegen prüfe ich mich eigentlich? Was steht da als Anforderung eigentlich drin und setze ich das um? Weil genau das ist das, was am Ende ein Auditor anschaut. Und wenn ich das möglichst zielgenau treffen kann, desto besser kann ich mich darauf vorbereiten. Weil er wird sich nicht das darüber hinaus anschauen, die 110%, die vielleicht nicht im Scope drin sind. Und er wird sich mutmaßlich auch nicht ganz dafür interessieren, ob es, keine Ahnung, heute Nachmittag in der Kantine Eis gibt oder so. Das ist zwar nett für ihn, wenn er darauf eingeladen wird, freut er sich mit Sicherheit, aber für das Audit hat es an der Stelle keinen Mehrwert. Dann natürlich, und das ist einer meiner Kernpunkte neben dem nächsten, zu dem wir gleich noch kommen, Vorhandenes zu nutzen, wiederzuverwenden. Was haben Sie bereits bei sich in der Organisation, was ist bereits erstellt? Welche Dokumentationen, welche Nachweise gibt es tatsächlich, die Sie wiederverwenden können? Und natürlich auch grundlegende Dokumente wie Richtlinien, Vorgaben, ESMS, das Sie schon in mühevoller Arbeit erstellt haben und weiterentwickeln, tatsächlich zu nutzen. Ja, und das regelmäßig weiterzuentwickeln und als Standardset zu nutzen, weil es tatsächlich Teil von jedem Audit am Ende des Tages ist. Und dann als zweiter Punkt, der Ihnen das Leben ein bisschen leichter machen kann, Synergien zu schaffen. Sie werden wahrscheinlich recht viele Überschneidungen haben zwischen dem einen und dem anderen Audit. Ein winziges und sehr marginales Beispiel ist am Ende des Tages ein ISMS. Baustein gibt es sowohl im IT-Grundschutz-Audit, ISMS 1 ist Teil jedes IT-Grundschutz-Zertifizierungs-, Rezertifizierungs- und Überwachungsaudits, den brauchen Sie jedes Mal. Aber beispielsweise auch bei der Kritisprüfung, IT-Sicherheitsgesetz, brauchen Sie das genauso. Ja, können Sie da wiederverwenden und es zeigt letztendlich Ihre Struktur, wie setzen Sie da etwas um. Und da gibt es mit Sicherheit noch viele andere Dinge, die überschneidend sind. Und natürlich, es gibt das IT-Grundschutz-Kompendium, das hilft Ihnen, da stehen viele Dinge drin, die Orientierungshilfen vom BSI und die übrigen Prüfkataloge sind teilweise überschneidend. Suchen Sie sich das raus, verwenden Sie das wieder, was Sie am Ende des Tages bereits haben. Dann zieht sich das wie so ein roter Faden natürlich durch die Vorbereitung. Audits wollen am Ende des Tages gut vorbereitet sein. Das heißt, Sie müssen irgendwie Ihre Teilnehmenden auswählen und idealerweise vorher zum Audit briefen, weil
Am besten haben Sie im Audit erfahrene Leute sitzen, die das, was Sie tun, auch gut verkaufen können und nicht das sagen, was Sie schon immer mal sagen wollen oder weil Sie wissen, es läuft in der Organisation nicht, das als Mittel nutzen wollen, das genau zu verwenden. Deswegen unbedingt auch jeden vorher briefen, insbesondere dann, wenn das letzte Audit schon ein bisschen länger her ist oder er vielleicht noch gar nicht an einem Audit teilgenommen hat. Und natürlich, je mehr Dokumente als Nachweise Sie vorher bereithalten, Sie sich vorher schon beiseite gelegt haben, desto einfacher ist natürlich das Audit für Sie, weil Sie können da ziemlich leicht dann drauf zugreifen, wenn der Auditor es am Ende des Tages sehen möchte. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, der Wiederverwendung. Sie wissen, Audits sind auch ein Zyklus, der kommt immer wieder, der begegnet Ihnen immer wieder. Dort Ihre erstellten Dokumente, die Sie schon mal haben, für weitere Audits einfach wiederzuverwenden und natürlich zu aktualisieren und anzupassen. Was wir für uns gelernt haben im Audit, ist am Ende des Tages, sich das auch immer noch mal wieder anzuschauen und auch ein Lessons Learned zu machen. Wir kommen jetzt zu dem Thema des Lessons Learned. Eine Frage, wie gesagt, ich war gerade in Belfast. Weiß jemand von Ihnen, was in Belfast erfunden worden ist? Jetzt kommt Allgemeinbildung. Bitte? Ja, sehr gut, da komme ich gleich drauf. Noch einmal was anderes? Okay, also da wurde der Defibrillator erfunden. Aber wie Sie richtig sagen, in Belfast wurde die Titanic gebaut. Und als ich letzte Woche in Belfast war, hatten wir nachts von dem Summit, quasi nachts im Museum, bekam da nochmal eine ganz andere Bedeutung, sind wir von 23 bis 24 Uhr durch das Titanic Museum gestapft und haben uns das angeschaut. Nun gut, jeder kennt die Titanic, sie hat es nicht ganz so lange an der Wasseroberfläche gehalten, weil irgendwann kam halt ein Eisberg in den Weg und sie ist dann ja leider gekentert. Aber was ich dort gelernt habe, man hat daraus sehr viel gelernt für die Seeschifffahrt. Man hat ein sehr proper Lessons Learned am Ende des Tages gemacht. Denn auf der Titanic war nicht für jeden ein Rettungsboot dabei. Das wurde später Vorschrift, dass für jeden Passagier an Bord mindestens ein Rettungsboot dabei war. Außerdem war zum Beispiel das nächste Schiff, was zur Rettung hätte eilen können, dort war der Funker bereits in die Kajüte gegangen und hatte seinen wohlverdienten Schlaf eingenommen, weswegen er das Notsignal von der Titanic nicht mitbekommen hat. Seitdem ist es zum Beispiel auch Vorschrift, dass 24/7 jemand Funksignale an Bord empfangen muss, um halt agieren zu können. Und genauso können Sie für sich auch etwas lernen, und zwar aus jedem Audit. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie auch immer ein gutes Lessons Learned machen. Deswegen unsere Punkte, die ich Ihnen noch schnell mitgeben möchte. Nach dem Audit ist vor dem Audit. Sie wissen, so heißt der Titel des gesamten Vortrages. Wenn Sie Dokumente haben, bewahren Sie die auf. Die sind tatsächlich ein sehr guter Fundus für das nächste Audit. Aber vergessen Sie nicht, die Revisionshistorie schläft nicht. Die möchte aktualisiert werden und natürlich auch das Dokument selber. Aber Sie haben dafür schon mal sehr viele Dinge, die dort drin sind. Dann natürlich, gute Vorbereitung ist das halbe Leben. Gehen Sie nicht blauäugig ins Audit, haben Sie die Nachweise schon vorab parat, die Sie zeigen wollen. Und bei uns hat es sich ganz positiv erwiesen, was wir nicht nur beim IT-Grundschutz nutzen, sondern auch bei vielen anderen Audits, die wir haben. Wir investieren verhältnismäßig viel in die Vorbereitung und erstellen mittlerweile zu jedem Thema Präsentationen, wo wir schon mal grundsätzlich darlegen, wie tun wir, wie gehen wir das Thema an, wie setzen wir das ganze Thema um und haben da auch teilweise Nachweise drin. Und die nutzen wir dann, um mit dem Auditor schon mal einen ersten Einblick zu geben, in das Thema einzuführen, ihnen einen Überblick zu geben, wie wir das bei der DB Cargo umsetzen. Und dann entspannt sich daraus danach eine immer recht fruchtvolle Diskussion mit dem Auditoren, um dann danach in die Details zu gehen. Aber Sie haben dadurch die Chance, Ihre Standards schon mal zu setzen und auch zu zeigen, dass Sie einiges gut tun. Und dann haben Sie auch ein bisschen das Zepter in der Hand. Ein dritter Punkt, Herr Becker hat es gerade eben so schön gesagt, naja, die Auditoren sind auch nur Menschen und wollen mit Ihnen zusammenarbeiten. Nehmen Sie ein bisschen Frieden mit ins Audit. Schaffen Sie eine gute Audit-Atmosphäre, dann geht das Ganze 10-mal leichter von der Hand.
give me hope. Manchmal steckt man vielleicht den Kopf in den Sand oder möchte ihn in den Sand stecken. Man muss es nicht zwingend. Das BSI hat bereits viele Dokumente erstellt, Orientierungshilfen. Lesen Sie sich auch bei den Grundschutzbausteinen vielleicht das, was vor den Anforderungen, hinter den Anforderungen drin steht, mal ein bisschen durch, was daran eigentlich Hauptsache oder hauptsächliche Idee ist, die umgesetzt werden soll. Und natürlich der Externe Ihres Vertrauens mag Ihnen da vielleicht auch gerne helfen. Sie kennen da mit Sicherheit einige Unternehmen. Manche organisieren IT-Grundschutztage heute, manche nicht. Also die freuen sich immer darauf. Und natürlich zum Abschluss ein Zitat von Richard Branson. Niemand kriegt beim ersten Mal alles richtig hin. Was uns ausmacht, ist, wie wir aus unseren Fehlern lernen und uns daran am Ende des Tages weiterentwickeln. Das war's auch schon mit dem kleinen Einblick, den ich Ihnen geben wollte. Und ich danke Ihnen herzlich. Und wenn jetzt noch Themen sind, gerne her damit. Vielen Dank erstmal dafür Ihren Vortrag. Gibt es Fragen dazu? Vielleicht ganz konkret für Punkte, die erläutert wurden oder Punkte aus dem Leben eines Verantwortlichen. Können wir sehr gerne hier stellen. Ja, Moment, ein Mikrofon wandert zu Ihnen. Die Struktur, die Sie da dargestellt hatten mit den Zertifizierungen und den Standards, die für die DB Cargo relevant sind, IT-Grundschutz, Kritis, deutsche Gesetzgebung, das ist alles in einem relativ standardisierten Zertifizierungskontext. Die DB Cargo ist aber auch europaweit unterwegs, wie Sie gesagt haben. Sind da auch europäische Zertifizierungen für Sie relevant? Und welche Auswirkungen hat das jetzt für die Vorbereitung von Audits und die Schaffung von Synergien? Sie haben es richtig erfasst, ne? Als DB Cargo, auch wenn Deutsche Bahn vorne dran steht, wir sind europaweit tätig in 17 Ländern mit 21 Organisationen. Das ist schon ein wichtiges Thema, das auch international anzugehen. Ein Thema ist natürlich NIS, ganz klar, ne? Weil auch international ausgerichtet, beziehungsweise was kritisch ist, fußt ja am Ende des Tages auch nur auf einer EU-Vorgabe. Das heißt, viele andere europäische Länder haben ja auch Vorgaben geschaffen zur kritischen Infrastruktur. Wir versuchen da verhältnismäßig viele Dinge tatsächlich wieder zu verwenden. Vorhin kam ja auch so ein bisschen die Frage, IT-Grundschutz, Deutsch, Englisch, ne, ist natürlich hauptsächlich irgendwie auf Deutsch und nicht auf Englisch. Aber dadurch, dass wir einige Dinge aus Deutschland heraus tatsächlich steuern, können wir verhältnismäßig viel davon wiederverwenden. Unsere eigenen Zertifikate unserer IT-Dienstleister, die wir natürlich immer als erstes hochhalten. Und wenn wir dann halt noch spezifische Dinge benötigen, dann geben wir die an, ne? Also das ist dann halt je nach gesetzlicher Vorgabe oder was halt gebraucht wird notwendig, ist dann aber ehrlicherweise höchst individuell. Heißt also, wir versuchen möglichst viel wiederzuverwenden, was wir haben und das international zu skalieren. Da hilft natürlich auch, dass beim IT-Grundschutz ISO 27001 draufsteht und den Rest halt separat dann noch mitzugeben an Nachweisen, was wir so haben und beraten dann auch unsere internationalen Kollegen in die Richtung. Genau. Ist ja im Prinzip auch so wie bei anderen Themen, wenn Sie jetzt zum Beispiel Business Continuity machen und Sie haben vorher ein ISMS, dann können Sie ja da auch schon mal von zehren, weil Sie schon mal zum Beispiel Infrastrukturen aufgenommen haben, schon mal Zusammenhänge hergestellt haben, ne? Zwischen Anwendungsservern, Räumen, Gebäuden, Liegenschaften und so weiter und dann nur noch anreichern müssen aus dem Thema, was neu dazugekommen ist oder der Datenschutz, der dann noch drauf schaut, der dann vielleicht noch weitere Compliance-Erforderungen hat, aber vielleicht sich schon mal auf Sicherheitsmaßnahmen abstützen kann, die dann die Daten schützen und auch die personenbezogenen Daten und so weiter. Ne? Also so kann man das dann weiter bauen nachher. Und ich denke, es gibt ja, ne, in der EU weitere Bestrebungen der Regulierung. Zum großen Teil sind die ja bekannt. Resilience Act und so weiter. Mal gucken, wie das dann auch alles auf uns zukommt. Und da wird das dasselbe sein. Man wird halt immer wieder schauen müssen, was habe ich denn da so? Was kann ich davon weiterverwenden? Und dann gibt es vielleicht spezifische Ausprägungen, wo man sich eben dann nochmal aufmachen muss, die speziell zu erfüllen.
Dann ist auch die Frage, am Anfang ist das vielleicht auch noch alles weit auseinander, aber im Laufe der Zeit merkt man auch immer wieder, dass alle auch so ein bisschen aufeinander durchaus schauen und hin und wieder dann auch mal was zusammenwächst. Das ist schon vorgekommen. Insofern, ja, ist es dennoch ein guter Startpunkt, denke ich mir so. Gibt es noch eine weitere Frage? Eine würde ich nur zulassen, wenn die da wäre. Ansonsten, da vorne. Sorry, hier vorne mit meinem Mikrofon. Sekunde, da kommt es. Auch eine ganz kurze Frage nur. Können Sie sagen, wie viel Manntage bei Ihnen bei so einer typischen Zertifizierung investiert werden müssen in der Vorbereitung von so einer Auditierung? Das ist eine gute Frage. Ich denke gerade angestrengt nach. Erstmal Frau Nowak, vielen Dank, dass Sie immer hin und her laufen und sich sportlich betätigen. Sie kriegen dann irgendwann den, oder melden Sie zu den Olympischen Spielen an. So, jetzt habe ich genügend nachgedacht dabei. es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Ein Rezertifizierungsaudit ist ja tatsächlich einen Tacken aufwendiger, weil Sie ja immer 5 bis 6 Bausteine am Ende des Tages wählen müssen als ein Überwachungsaudit, wo Sie 3 Bausteine im Regelfall haben. Plus die übrigen Themen, die immer anfallen mit Hochschutzanforderungen beziehungsweise einzelnen Bausteinen, die Sie sich separat dann halt nochmal anschauen beziehungsweise Ihre eigenen Anforderungen oder Maßnahmen halt umsetzen und nachweisen. Ich sag mal so, das hält sich so mit 50 bis 70 Tagen so im Jahr so ungefähr die Waage. Ne? Wir freuen uns immer, wenn es einen Tacken weniger wird, haben jetzt auch schon so eine Lernkurve festgestellt, dass mit Sicherheit am Anfang 2017, 18 wesentlich viel mehr war als jetzt zum Beispiel 2023, aber es wird sukzessive weniger. Alles klar, vielen Dank. Ja, also wir als Beratungshaus haben da auch die Erfahrung gemacht, dass häufig das Initiale eben tatsächlich ein höherer Aufwand erstmal ist, weil bis man sich einmal in der ganzen Sache angefunden hat, es geht häufig mit einher, dass man natürlich bestimmte Dinge auch mal beseitigt, die man immer schon mal beseitigen sollte. Da machen wir uns nichts vor, das ist halt so. Hier in Nürnberg haben wir ja auch schon als High Solutions einiges hinter uns gebracht, die Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel mit 40.000 Servern, 200.000 Clients in eine Grundschutzzertifizierung zu führen. Können Sie sich vorstellen, das hat irgendwie 15 Jahre gedauert oder sowas in der Art. Oder die Nürnberger Versicherung, ja, wo man dann intern eben auch viele Leute beteiligt hat, 100 Admins. Ja, wenn die einfach mal nur in einem Meeting zusammenkommen, dann explodieren natürlich die erfassten Aufwände auch mal eben. Ja. Andererseits, wir überreden unsere Kunden tatsächlich immer so ein bisschen, weil als High Solutions wollen wir dafür stehen und ich glaube, das ist auch hier gelungen, nicht bloß das Papier an der Wand zu haben, das berühmte Zertifikat, sondern dass sie tatsächlich sicherer geworden sind. Ja, und häufig in den Projekten gibt es manchmal dann zwischendurch Verzweiflung, wo wir uns in die Augen schauen, der Kunde und wir, und nochmal kurz feststellen, wollen wir jetzt nicht doch das Papier an der Wand haben? Das ist ganz klar, das gibt es manchmal. Ja? Wenn Sie zum Beispiel sämtlichen Fachbereichen Ihre Adminrechte entziehen, die Sie schon immer hatten. Wir wissen alle, dass heute auf Phishing-Mails auch mal einer klickt, egal wie gut Sie Awareness machen, irgendwer klickt immer drauf. Wenn der Adminrechte hat, ist das nicht gut. Im Zweifel können Sie Pech haben und Ihre ganze Organisation ist verschlüsselt. Wenn Sie die Adminrechte entziehen, dann kommen Sie schon mal ein Stück weiter mit. Da passiert schon mal viel, viel weniger. Ja, das heißt, man muss auch immer im Verhältnis so ein bisschen sehen, was erreiche ich damit auch. Und deswegen auch so Sachen wie die Basisanforderungen, wo einfach mal drin steht, die lohnen sich halt zunächst mal. Das ist halt so der Punkt. Und die lohnen sich in der Art, dass wir sie inzwischen sozusagen der Meinung sind, auch als wir sie damals geschaffen haben, dass sie unabdingbar sind eigentlich. Ja, wenn man da sich um das Thema gekümmert haben will. Und daher entstehen diese Anforderungen. Genau. Vielen Dank dafür.